Sonne, kaum Wolken. Was für ein Bombenwetter. Aber was haben Bomben eigentlich mit gutem Wetter zu tun? Im Kaiserreich wurde Bombenwetter, ähnlich wie heute Donnerwetter, als Ausruf für etwas Erstaunliches verwendet. Also zum Beispiel Bombenwetter. Was für eine Vorführung. Anfang des 20. Jahrhunderts wird das Wort dann auch als Ausdruck für besonders schönes Wetter benutzt. So wie wir es heute noch tun. Die Kriegsgenerationen verbinden mit dem Begriff allerdings etwas anderes. Im Zweiten Weltkrieg flogen die Piloten Bombenangriffe auf feindliche Städte, meist in wolkenlosen und sternklaren Nächten, um das Ziel besser sehen zu können. Dadurch bekam der Begriff Bombenwetter eine negative Bedeutung. In den Zeitungen wurde das Wort zwischen 1933 und 1945 allerdings nicht benutzt. Bombenwetter ist, also anders als häufig vermutet, kein offizieller NS-Jargon. Heute denkt außerdem zum Glück fast niemand mehr an Krieg und Bomben, wenn der Himmel besonders blau oder sternenklar ist. Das Wort beschreibt also einfach nur schönes Wetter.